Ja, einen schönen guten Abend und willkommen zurück am Budapester Goethe-Institut zu unserer Gesprächsreihe Maschine statt Mensch. Gestern haben wir uns schon über die Literatur, die schöne Literatur unterhalten und hier scheint es, dass sie sich als Bastion gegen künstliche Intelligenz noch zu bewähren scheint. Wie sieht das aber aus in anderen Berufsfeldern und in anderen gesellschaftlichen Zweigen? Speziell mit Blick auf Bildung und Journalismus hat die Diskussion um mögliche Auswirkungen von ChatGPT auf diese Felder hohe Wellen geschlagen. Ja, und ob diese Wellen die Institutionen, Schule und Universität beziehungsweise den Journalismus nun als Tsunami erreicht haben, darüber wollen wir heute diskutieren mit unseren Gästen. Matthias Ritter, er ist Erziehungswissenschaftler an der TU Dresden und Joel Burger von der Deutschen Welle. Und wenn Sie, liebes Publikum, mitdiskutieren wollen, dann gerne direkt hier im Chat von Zoom oder per Kommentar auf Facebook Live. Wir gehen dann am Ende unseres etwa halbstündigen Gesprächs sehr gerne darauf ein. Noch ein kurzer Hinweis: Dieses Gespräch wird auch live ins Ungarische übersetzt. Sie müssen hierfür einfach unten bei den Einstellungen bei Dolmetschen auf Japanisch drücken und dann wird für Sie live ins Ungarische übersetzt. So viel zu den Modalitäten. Matthias Ritter, du vertrittst derzeit die Professur für Schulforschung an der TU Dresden. Ist das Thema KI schon angekommen? Das Semester hat ja bereits begonnen in Deutschland, macht sich hier schon etwas bemerkbar. Ja, einen schönen guten Tag. Das Thema KI ist angekommen. Eine Riesenwelle ist angekommen in den Universitäten. Es macht sich Ungeduld bemerkbar. Es sind viele Dozenten, aber auch Studierenden sehr unsicher hinsichtlich der Prüfungsleistung. Und die Universität schreibt bereits Protokolle und Richtlinien, wie mit ChatGPT zuallererst umgegangen wird. Wie können diese Programme denn entweder genutzt werden, beziehungsweise aus der Perspektive der Dozenten, wie kann man denn ja die Prüfungsleistung anpassen und wie gehen wir damit um? Also es ist eine große Unsicherheit, die vorherrscht bei den Universitäten und mein Fach selbst, die Erziehungswissenschaft, beziehungsweise die Schule und Schulforschung, hat aus meiner Sicht auch einen großen ja, eine große Irritation zugrunde gelegt, wenn wir jetzt mit ChatGPT reden. Also insofern finde ich es gut, dass ChatGPT das Bildungssystem sozusagen irritiert, weil ja gewisse Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten und Potenziale damit berührt werden. Das ist spannend. Da kann ich vielleicht einen Bezug zum gestrigen Gespräch herstellen, mit der Leiterin des Fischer Verlags in Berlin und der Autorin Miku Sophie Kümmel. Und da hat sich ein bisschen die Hoffnung abgezeichnet, dass Bots wie ChatGPT in der Zukunft uns vielleicht eher lästige oder sehr mühselige, zeitaufwendige Aufgaben abnehmen kann und wir uns dann sozusagen aufs Wesentliche konzentrieren können. Ist so ein Hoffnungsszenario auch für Universitäten und Schule vorstellbar? Auf jeden Fall, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Textgeneratoren wie ChatGPT als Werkzeug genutzt werden. Und in dieser Perspektive würde ich auch denken, ist das Potenzial von diesen Chatbots zu sehen, dass sie tatsächlich uns unterstützen in Routineaufgaben und in vielen Sachen, die uns in Anführungszeichen lästig sind, wie du gerade sagst. Und dass sie uns im Studium als Dozent, Dozentin und auch in der Schule Unterstützung bieten. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich die Gefahren auch zu beachten, die mit ChatGPT einhergehen, im Sinne von Plagiate, im Sinne von ja, Zitationen, im Sinne von Diskriminierung, im Sinne von Fake News. Ich glaube, da gibt es auch viele Gefahren zu beachten. Und es ist wichtig, diese beiden Perspektiven zu sehen. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Wir können da später noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, was es denn hier für konkrete Möglichkeiten geben könnte. Vorher aber zu dir, Jolt.
Sind bei dir denn schon diese Wellen spürbar, die die Diskussion ausgelöst hat um ChatGPT? Zumindest in der deutschen Berichterstattung wurde wirklich schon um das Ende des Journalismus gebangt, zumindest des Qualitätsjournalismus. Was denkst du darüber? Ja, herzlichen Dank für die Einladung und schöne Grüße an alle Zuschauer, Zuschauerinnen. Ich denke, also ChatGPT als Thema ist in den Redaktionen angekommen. Ich habe jetzt Kollegen gefragt von unterschiedlichen ungarischen Redaktionen und als angekommen in dem Sinne, dass man darüber jetzt schreiben muss. Also sie benutzen das selbstverständlich nicht. Privat haben sie wegen des Testens ausprobiert. Es wird vor allem festgestellt, dass sehr viel Bullshit, dass es sehr viel Bullshit produziert und es gibt einen großen Bedarf an Qualitätskontrolle. Also es ist bemerkenswert, dass es wirklich sehr gut Sätze formulieren kann und Sachverhalte darstellen kann und auch Kontext darstellen kann. Aber es ist was im Journalismus am wichtigsten ist, also Fakten und Kontrolle und Checken von Informationen, da ist ChatGPT total unzuverlässig. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, eigentlich, ich glaube, dieses Hype, das gilt jetzt für ChatGPT, aber eigentlich hier geht es um die Anwendung von künstlicher Intelligenz. Und das ist schon früher in den ungarischen Redaktionen angekommen. Es gibt bereits Softwares und Applikationen und Apps, die in den ungarischen Redaktionen benutzt werden. Vor allem eine ungarische Entwicklung heißt AI Light oder OR Light, je nachdem. Und das ist ein Software, die aus Video- und Audiodateien Dokumente, also Textdokumente produziert in ziemlich guter Qualität. Eigentlich, ich persönlich selber hatte ich auch das erste Aha-Erlebnis mit dieser Art von Produkten von künstlicher Intelligenz gehabt und das war wirklich, also mir kamen Tränen in die Augen, als ich das ausprobiert habe, weil ich jahrzehntelang meine Interviews immer abschreiben musste. Es war total langsam, total langweilig. Und nach 2 Minuten habe ich einen guten Text bekommen. Und ich habe auch Kollegen gefragt, und diese Software wird bereits in mehreren ungarischen Redaktionen benutzt. Und bei uns bei der Deutsche Welle, gibt es eine ähnliche Software, Plenix, das gerade geschult und schon damit gearbeitet wird. Also es ist das Thema ist angekommen und Produkte von solcher Art sind schon eigentlich früher. Das heißt, diese Alarmbereitschaft, die jetzt medial ausgelöst wurde, die macht sich nicht in den Redaktionen bemerkbar, wie du sagst, okay, es ist ein Thema, wir müssen darüber schreiben, aber als Anwendung ist es sozusagen noch nicht so populär, beziehungsweise denkst du, dass sich da noch was ändern wird, dass man Möglichkeiten... Soweit ich das feststellen kann, diese ganze Hysterie um das Thema ist etwas moderater in Ungarn. Das wird eher momentan als Spielzeug ein bisschen angesehen. Also auch in den Zeitungen, es wird ausprobiert und es gefällt vielen. Es wird darüber diskutiert. Aber das als ein Alarm oder als eine Tragödie wird das nicht so dargestellt, glaube ich. Okay, das also deutlich niedrigere Wellen. Das ist auch interessant zu sehen, vergleichen, wie die Medienlandschaften funktionieren in den zwei Ländern. Also du hast auch schon für dich festgestellt, okay, ChatGPT ist definitiv keine Bedrohung für deinen Berufsstand. Kannst du vielleicht nochmal erklären, wieso braucht es am Ende den Menschen und nicht KI, um wirklich qualitativen Journalismus zu betreiben? Ich glaube, es gibt Vorteile von diesen Softwares, also von dieser Art, weil in,
bestimmten, zum Beispiel in Newsroom kann das super nützlich sein. In Newsroom ist es super schwierig, in Schichtarbeit, in jeder Schicht 20, 25, 30 Nachrichten zu produzieren. Und solche Aufgaben kann vielleicht, können solche Software später übernehmen. Und da sehe ich sogar Vorteile. Aber ich denke, was ich schon auch erwähnt habe, was investigative Recherche, ausgewogene Berichterstattung, Analysen mit Schwerpunktsätzen oder wirklich gute originelle Texte anbelangt, ist die humane Arbeitskraft, also Journalismus oder Journalisten, Polizeijournalismus, ist super wichtig und wesentlich besser. Ja, in unserem Vorgespräch, als ich dir so berichtet habe, wie hier die Alarmglocken schrillen in Deutschland, da hast du sozusagen geschmunzelt und gemeint, nein, also es gibt zwar Gefahren für den Journalismus, aber das sei definitiv nicht ChatGPT. Welche Gefahren siehst du denn persönlich? Also ich kann mindestens 4 oder 5 solche oder wichtigere Gefahren nennen, die, glaube ich, für den Qualitätsjournalismus eine größere Gefahr ist. Zuerst vielleicht im Kampf für die Aufmerksamkeit der Menschen steht Qualitätsjournalismus nicht so gut. Mhm. Er verliert viel zu oft in diesem Kampf und sein Publikum ist immer kleiner. Das Ansehen der Journalisten geht stark zurück, glaube ich. Dann gibt es ein Plattformproblem. Das erfahren wir schon seit langem, dass Printmedien obsolet geworden sind. Nachrichtenportale haben auch Probleme. Und der neueste Trend, dass die Auswirkung der Facebook-Algorithmen oder die Macht der Facebook-Algorithmen ist super groß. Momentan ist der Trend, dass in Facebook, aber auch YouTube, also Facebook, aber auch YouTube, folgt dem neuen TikTok-Trend und sie wollen eher Reels oder Shorts bevorzugen und Zeitungsartikel, also Online-Artikel, sind nicht gut verbreitet. Also früher gab es über Facebook viel mehr Klickzahlen, viel mehr die Erreichbarkeit war viel stärker und jetzt bemerken wir, dass statt Feed eher Reels bevorzugt werden. Und das ist ein Plattform, das gehört zum Geschäftsmodell, ein riesengroßes Problem bei dem Geschäftsmodell der Medien. Oder ein riesiges Problem in Ungarn, vielleicht in Deutschland nicht, ist der Zugang zu öffentlichen Informationen. Dass Journalisten nicht gewährt, also die öffentlichen Informationen, Daten nicht gewährt werden. Es ist super schwierig von Ministerien, staatlichen Institutionen, öffentliche Daten zu bekommen. ChatGPT oder solche Software wären super geeignet dafür, an die Öffentlichkeit, also nicht nur an die Öffentlichkeit, sondern auch an Journalisten Daten, wie sagt man das, also strukturell, also strukturiert und Zugang zu bieten. Also das, was man bei Ministerien solche Daten einfacher bekommt. Ja. Aber das will die Regierung anscheinend nicht. Und dann gibt es noch viele Probleme, die eigentlich bekannt sind. Politischer Einfluss auf die Medienlandschaft, dann auch das Geschäftsmodell generell. Das sind, glaube ich, viel größere Probleme in Ungarn und nicht nur in Ungarn im Journalismus als ChatGPT. Ja, und Teile davon sind natürlich auch in Deutschland problematisch, aber ein spannender, also es war insgesamt eine sehr spannende Rundschau sozusagen, die du jetzt aufgemacht hast. Aber was ich jetzt auch bemerkenswert fand, war der Hinweis, dass ChatGPT als Struktur theoretisch das Potenzial hätte, eine wichtige Zuarbeit zu liefern für Journalistinnen und Journalisten. Aber wenn die Quelle sozusagen verschlossen ist, wie jetzt im Falle Ungarns, wie du es geschildert hast, wenn Daten nicht öffentlich gemacht haben, dann kann diese KI auch nicht helfen sozusagen. Und das ist ja generell ein Problem, das diskutiert wird, auf was für Daten greift ChatGPT überhaupt zurück? Ne? Was sind da die zugrunde liegenden Algorithmen? Was wird da im Korb nach oben genommen und was bleibt unten? Und in so einem Fall
braucht man es sozusagen den Menschen, der nachhakt und sagt, wir brauchen diese Informationen, wenn es zum Beispiel um öffentliche Zahlen oder sowas geht, ja. Ich sage sogar, dass der Staat die Aufgabe hätte, das so, diese Daten so vorzubereiten, dass es einfach zugänglich sind. Und dafür könnte man diese Software sehr gut benutzen. Also ein Staat im 21. Jahrhundert, das wäre, glaube ich, seine Pflicht, sowas zu machen. Also wäre es vielleicht, das ist jetzt eine sehr sterile These, aber auch ein Qualitätsmerkmal von Demokratie, ob Strukturen wie ChatGPT wesentliche Daten problemlos abrufen können oder nicht. Ja, wer hätte das gedacht, dass wir gleich so hier ans Eingemachte kommen bei diesem Thema. Matthias, lass uns auch ans Eingemachte kommen. Dieses Thema betrifft dich ja in vielerlei Hinsicht. Als Wissenschaftler, als Lehrperson an der Universität, dann noch mit Blick auf deine Studierenden, das fände ich auch spannend zu sehen, inwieweit jetzt Studierende möglicherweise mit KI schon arbeiten oder nicht. Und vielleicht, was heißt vielleicht, dann auch noch natürlich der große Themenkomplex Schule. Also ich weiß gar nicht, wo ich bei dir anfangen soll, aber ich möchte auf jeden Fall deine Bemerkung aufgreifen, dass es zumindest in der Bildungslandschaft zu einer Art Erschütterung kam, die du sehr begrüßt, weil, das höre ich hier heraus, dadurch möglicherweise, ich sage mal, Muster aufgebrochen werden, wo es begrüßenswert wäre, wenn da eine Veränderung eintreten würde. Könntest du da vielleicht konkreter werden? Ja, das Bildungssystem ist sehr stabil und sehr resistent gegenüber Veränderungen. Und ich denke, dass ChatGPT eine Möglichkeit ist oder ja zeigt, wo es Schwierigkeiten gibt. Ich denke, dass ChatGPT einige Trends verstärkt, die langsam aufkommen. Beispielsweise, dass Lehrer und Lehrerinnen als nicht mehr als Wissensvermittler dienen werden in der Zukunft, sondern eher als Lernbegleiter. Und ChatGPT befördert das, weil wir haben Zugang zu Wissen. Jeder Schüler, jede Schülerin kann Zugang zu allen möglichen Wissensformen haben. Wir müssen das aber in der Schule und auch in der Hochschule begleiten. Und das Pädagogische rückt aus meiner Sicht da viel mehr in den Vordergrund und nicht mehr die einfache Wissensvermittlung. Was auch in den Vordergrund rückt, ist meines Erachtens die Medienkompetenz. Das wurde jetzt auch immer gesagt, dass Schüler mit Medien sehr gut umgehen soll. Und das verstärkt aus meiner Sicht ChatGPT auch nochmal oder daran wird es nochmal deutlich. Und in der Medienpädagogik wird gesagt, dass es einmal die Schüler und Schülerinnen wissen sollten, wie die Funktionsweise von ChatGPT ist, wie das überhaupt funktioniert. Das ist, denke ich, wichtig mitzuteilen. Auch ist es wichtig, welche gesellschaftlichen Auswirkungen hat ChatGPT. Da denke ich an die Sachen, die gerade eben gesagt wurden, Fake News und so weiter. Wie gehen wir damit um? Und dann aber auch noch die konkreten Anwendungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler. Es wird so sein, dass wir, wenn wir als Lehrer oder Lehrerinnen Hausaufgaben geben, dass viele Schülerinnen und Schüler das mit ChatGPT einfach machen. Vorträge und Präsentationen, Texte weiterschreiben, Exzerpte schreiben, das kann ChatGPT alles für uns machen. Und das heißt, die Schule, die muss jetzt damit umgehen, dass das jetzt noch einfacher geht. Ich meine, das war vorher auch schon einfach, sich Zusammenfassung zu holen, aber ich denke, dass es jetzt noch einfacher geht. Und damit muss sich Schule auf jeden Fall befassen und auch mit den Prüfungsformaten. Ich denke, dass es nicht nur ein Essay oder Seminararbeit geschrieben werden kann. Wir werden viel mehr wieder zurück dazu gehen, dass es der Prozess benotet wird oder sich angeschaut wird, wie kommt man zu Lösungen oder zu Produkten. Und auch wird es so sein, dass eher mündliche Leistungen bewertet werden und nicht mehr nur das schriftliche Leistungen. Das sind so einige Sachen, an die ich denke, die aus der Perspektive von Schülerinnen und Schülern sich ein Stück weit sich ändern werden. Also das ist eine langfristige Entwicklung, aber ich denke, mit ChatGPT wird das noch verstärkt. Also das bedeutet, dass so
klassische Prüfungsformate, mit denen wir alle groß geworden sind, Aufsatzschreiben, Zusammenfassung eines Romankapitels und so weiter und so fort, dass diese Dinge wahrscheinlich verdrängt werden, weil sie einfach durch KI schneller und besser gelöst werden und wir davon ausgehen, dass Schüler, Schülerinnen das benutzen werden und dass das aber, dass wir sozusagen diese Veränderung jetzt nicht als negativ betrachten, sondern wenn wir uns die Unterrichtsentwicklung anschauen, eigentlich eine Veränderung, die ohnehin ansteht. Verstehe ich dich da richtig? Genau. Ganz genau. Also wir müssen lernen, damit umzugehen. ChatGPT wird jetzt nicht einfach verschwinden. Es wird weiter da bleiben. Es gab einmal vor längerer Zeit, gab es die Erfindung des Taschenrechners und da mussten wir auch damit umgehen. Und da gab es, glaube ich, auch kritische Stimmen. Ach, mit dem Taschenrechner wird ja jetzt nicht mehr Kopfrechnen geübt und so weiter. Es wird eine Diskussion geben, wann wird ChatGPT im Unterricht benutzt, wann wird es nicht benutzt. Ich denke, es ist nicht der richtige Weg, wenn wir wie in New York, Los Angeles oder ganz Italien ChatGPT einfach verbannen. Das ist nicht der richtige Weg. Es wird, denke ich, notwendig sein, auszuhandeln, in welchen Situationen wird ChatGPT genutzt und wie wird es genutzt. Und auch die Funktionsweise zu kennen und kritisch darüber nachzudenken, das wird sehr wichtig sein. Und dass die Lehrerinnen und Lehrer, die davon übrigens auch sehr viel profitieren können, denke ich, das sehr gut begleiten. Wer wird denn die Lehrerinnen und Lehrer bzw. die Schülerschaft begleiten bei diesem Wandel? Sind wir dafür ausgestattet in Deutschland auf diese, sage ich mal, pädagogisch-didaktische Wende? Noch nicht. Zurzeit herrscht Lehrermangel an allen Orten. Es wird gerade nicht an Schulentwicklung oder an Unterrichtsentwicklung gedacht. Deshalb ist es notwendig, dass wir Lehrerinnen und Lehrer haben, die sich auch mit dem Thema beschäftigen und das nicht als Umwelt oder als Außen wahrnehmen und dass sie ChatGPT oder andere Verfahren maschinellen Lernens auch im Unterricht mit integrieren und thematisieren. Ich weiß aus internen Quellen, dass du auch ein Seminar aktuell gibst. Wie sind denn da die Reaktionen der Studierenden auf ChatGPT? Da gab es einen großen Andrang bei dem Seminar. Das Seminar war geöffnet für 30 Personen und die 30 Personen waren sofort da und es gab sogar eine Warteliste von über 70 Lehramtsstudierenden, die in das Seminar wollten. Und ich selbst bin auch kein Experte mit ChatGPT. Ich bin ein Schulforscher und schaue halt aus der Perspektive der Schule auf ChatGPT. Und es kann zurzeit noch niemand so richtig Experte meines Erachtens für ChatGPT sein. Aber das Interesse ist auf jeden Fall sehr hoch und die Relevanz und die Konsequenzen für die Schule, die sind zu überlegen und zu bedenken. Und das sehe ich in dem Seminar. Da gibt es einen großen Andrang und einen sehr großen Gesprächsbedarf auch dazu. Und die Studierenden, um das noch zu ergänzen, die haben eher den Blick, wie kann mir denn ChatGPT nützlich sein in meiner Arbeit als Lehrkraft. Und da gibt es aus meiner Sicht auch sehr viele Möglichkeiten und das ist auch das Thema des Seminars oder wird im Seminar besprochen. Wie können denn Lehrerinnen und Lehrer mit ChatGPT umgehen? Wir haben eingangs auch über die Medienlandschaften gesprochen und es hat sich herausgestellt, dass Ungarn bislang weniger alarmiert zu sein scheint, also zumindest was die Schlagzeilen betrifft, als jetzt im Vergleich in Deutschland, weil egal in welches Medium wir schauen, Taz, NZZ, die Welt, die Zeit, also man findet immer Artikel zu ChatGPT und die sind in der Regel eben eher alarmierend. Jolta, hast du eine Erklärung dafür, warum hier die Wellen flacher ausfallen in Ungarn? Oh, es ist, also ich weiß nicht, ob es generell gilt, aber in Deutschland sind solche Diskursen nicht nur in Bezug auf ChatGPT, sondern generell allerlei Diskursen schlagen viel größere Wellen. Und ich lese Artikeln damit Zusammenhang und nehme an Gesprächen teil und
bisher sind wir noch nicht bei der Endanwendung angekommen. Bei dieser Säule sind total wie ein Spielzeug, wie ich schon gesagt habe. Ich habe bisher den Eindruck, das wird so wahrgenommen. Mhm. Alle, also nicht alle, aber sehr viele probieren das aus und erzählen ihre Erfahrungen, wie sie damit gespielt haben oder zu solchen Anlässen zum Beispiel wird benutzt, dass jemand hat Geburtstag und hat man keine Idee, was man schreiben soll und dann fragt ChatGPT und dann wird das dann vermittelt. Also sind solche Sachen und dann man macht sich lustig über Bullshit und Fake News, was beim Ausprobieren rauskommt. Und natürlich wird auch dieses Gespräch geführt, wie viele Jobs werden verloren gehen oder in meinem Beruf, also wie das auf den Journalismus auswirkt. Aber da sind ja, ich glaube, es wird diese Gefahr, diese ganze Sache wird in Deutschland viel stärker wahrgenommen, glaube ich. Ich möchte das nicht nur darauf einschränken. Ich sehe generell die Diskurse, die Diskussionen über unterschiedliche Themen in Deutschland viel tiefer oder viel breiter wahrgenommen. Okay, weil mein erster Eindruck war jetzt, ist sozusagen hier die deutsche Medienlandschaft aufgeregter als die ungarische, aber du hast es jetzt eher so beschrieben, dass es als Diskurs überhaupt erst aufgemacht wird und breit gesellschaftlich diskutiert wird. Denn in euren beiden Schilderungen scheint jetzt schon wirklich eine Diskrepanz aufzutreten. ChatGPT als Spielzeug, mit dem man lustige Geburtstagsgrüße schickt, oder ChatGPT als ein Tool, das die Bildungslandschaft, so wie es ausschaut, wirklich nachhaltig verändern wird und, wie es Matthias Ritter jetzt geschildert hat, nicht in einem negativen Sinne zwangsläufig, sondern in einer sehr produktiven Weise. Welches Signal muss man denn jetzt eigentlich nach außen schicken? Also wenn wir vorbereitet sein wollen auf diese Wende, was bedeutet das? Matthias, du hast es schon angedeutet. Wir haben einerseits Lehrermangel. Welche Möglichkeiten siehst du denn jetzt konkret, um diesen Wandel möglichst geschickt mitgehen zu können an der Universität und an der Schule, sollte möglicherweise auch im Journalismus. Was musste jetzt getan werden? Ich denke, ein Aspekt, den zeigst du allein durch dein Seminar, dass man das Thema in die Ausbildung, in die Lehrerausbildung zum Beispiel reinnimmt. Ja, genau. Und es ist auch wichtig, das möchte ich hier nochmal betonen, dass es auch die Gefahren bzw. die Schwierigkeiten und die Grenzen von ChatGPT auch aufmerksam gemacht werden muss. Zurzeit dominieren aus meiner Sicht die Möglichkeiten bzw. Was man denn so machen kann. Und das sind jetzt noch Spielereien, aber ich glaube, wenn es dazu kommt, dass ChatGPT noch mit anderer Software verknüpft wird. Und das geht jetzt auch. Es gibt diese APIs, diese Schnittstellen mit anderen Softwares. Bald wird ChatGPT auch in allen Office-Produkten mit integriert sein. Und ich glaube, wir sollten, also es ist wichtig, dass wir uns damit befassen und dass sich auch aus meiner Perspektive die Pädagogik damit befasst, damit es nicht irgendwelche Großkonzerne machen und die Algorithmen dann vorgeben, sondern dass wir unsere Stellung darauf beziehen und dass das Pädagogische weiterhin im Vordergrund bleibt und wir beispielsweise die Kinder und Jugendlichen darauf vorbereiten, dass Quellen kritisch zu prüfen sind und so weiter. Das war vorher auch immer schon der Fall, aber das wird durch ChatGPT auch ein Stück weit vielleicht verstärkt. Diese Fake News, die gab es vorher auch schon, das wäre den Begriff, aber da sollte man auf jeden Fall schauen. Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was sollte getan werden? An den Hochschulen wird sich damit auseinandergesetzt, wie die Prüfungskultur geändert wird. Und ich denke, der Diskurs wird auch bald in der Schule dazu kommen, weil mehr und mehr Schülerinnen und Schüler ChatGPT nutzen. Und deshalb wird es jetzt, Protokolle oder Hinweise oder Richtlinien zur Nutzung von ChatGPT werden derzeit erarbeitet. Einige Bundesländer haben das schon und viele
Hochschulen setzen sich in dieser Perspektive jetzt auch damit auseinander. Hm. Ja, ein schönes und klares Statement. Also wir sind weiter gefordert, hier wachsam zu sein, die Vorteile zu sehen, aber eben auch die Gefahren. Und da wird sich sicherlich sehr viel entwickeln. Ist ja auch schon ein spannender Hinweis, dass es halt sozusagen bald zur normalen Ausstattung gehören wird, mit ChatGPT voraussichtlich zu arbeiten. Wir werden da auf jeden Fall am Ball bleiben. Jolt, du bist sowieso als Journalist, denke ich, du hast es angedeutet, das Thema wird gerade heiß diskutiert. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit heute Abend. Auch an dich, Matthias, danke für deinen Einblick in die Universität und in die Schule. Und vielleicht können wir das Gespräch bei Gelegenheit fortsetzen und mal gucken, was aus diesen hohen Wellen wurden, wie sich die entwickelt haben. Ein ganz herzliches Dankeschön auch an unser Publikum und einen schönen Abend bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.